Herzlich willkommen zurück zu Yo-Kai Watch. Im letzten Part sind wir hier ins Museum eingebrochen und gehen jetzt in den Safe-Raum und gucken, was dort auf uns wartet. Bin ich geheilt? Ich weiß es nicht. Es ist ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. So, anscheinend sind wir jetzt geheilt. Und wir haben im letzten Part die Sicherheitsvorkehrung hier ausgemacht und die Tresortür geöffnet. Du hast den Tresorraumschlüssel benutzt. Oder nee, wir haben sie jetzt geöffnet und gehen jetzt in diesen Raum hier rein. Okay, was geht hier ab? Was wartet hier auf uns? Die Rüstung. Okay, wer wartet hier auf uns, ist die Frage, ne? Sieht wirklich aus, als könnte sie aufstehen und losgehen. Wie seltsam. Ich fühle eine Aura von der Rüstung ausgehen, aber... nein, die kommt nicht von der Rüstung selbst. Wo ist das? Vielleicht sind hier irgendwelche Zahnräder drin oder so. Die Rüstung! Sie hat sich bewegt. Oh, oh, mach dich bereit, Nephias. Okay, ein Samurai. Alles klar. Phantasmurai. Ey, ich muss die Stifte rausholen. Okay. So, als Linkshänder ist das manchmal nicht so einfach. So, okay. Dann wollen wir mal kämpfen. Wir machen Wanderkappa nach vorne. So, nachzeichnen. Kann ich nicht mehr. Wie gesagt, ich habe ein paar Tage nicht gespielt. Eventuelle Kampffails sind jetzt zu verzeihen. Alter, macht der Schaden. Aber Komasan hat nicht so viel Schaden bekommen. Das ist nicht cool. Wieso einmal nachzeichnen? Das dauert doch am längsten. Weil ich es doch nicht kann. Die waren ja beseelt. Okay, zum Glück hat er gerade schon seine Attacke gemacht. Niagara-Attacke. So, den nach hinten stellen. So, drehen. Amnesimon wollte beseelen. Komasan kriegt nicht so viel Damage anscheinend. Auch einiges, aber... nicht so viel, dass da... klopft aber schneller, so. Nix da, ich mach's später. Schnatterli. Ich krieg dir gerade ordentlich auf den Sack. Das ist nicht gut. War da was? So, nachzeichnen. Ja, wir sehen, können wir bei dem, glaube ich, komplett knicken. So. Nein, Amnesimon! Oh. Kann man das Schwert auch angreifen? Das Schwert kriegt auch Damage, sehe ich gerade. Kann ich das Schwert ausschalten? Ich greife das Schwert auch gerade an. Mann! Jetzt ist Schibanien... ich kann nicht nachzeichnen. So. Hör auf, Tristin zu beseelen. Da ist ein Dings. Ich will's anpinnen. Mach doch mal. Jetzt fliegt das Ding weg. Ja, super. Jetzt habe ich ein Problem. Warte mal, haben wir bittere Medizin oder so? Belebt ein Viertel, Yoka belebt ein Halb. Ja. Reinigen. Alle tot, oder was? Nee, okay. Das gibt's nicht! Bin ich zu schwach für den Boss? Es wirkt fast so. Das ist ja schrecklich. Ich glaube, ich bin zu schwach für den Boss. Aber ich kann ja nichts tun gerade. Ich kann nur versuchen, gegenzuheilen und wieder zu beleben und... das Team kann da so ein bisschen helfen. Man kann die leider nicht umsetzen in der Zeit. Was haben wir denn? Okay, jetzt dreht er hier automatisch. Ich habe Angst. Ja, ich auch. Joker mögen dich halt sehr wenige KP. Sinnfreisball benutzen. Hau einen Burger rein. Wanderkappa. Den müssen wir nochmal reinigen. Warum mal klopfen? Klopfen ist somit das Anstrengendste. Da ist eine Maus drin. Eine Maus ist da drin. Ich raste aus.
Greift alle die Maus an. In your face. Okay, ich hätte einfach nur die Mitte angreifen müssen. Okay, wenn wir nochmal gegen kämpfen müssen, weiß ich, dass ich die Mitte angreife und nicht das Kackschwert. Komasan hat Angst. Hier, die Mitte. Da drauf. Komm, die beiden reißen es jetzt. Nein, tun sie nicht, aber... Hätte ich ihnen zu viel Damage. So. Muss dann kriegt jetzt direkt noch einen Burger reingepfiffen. So. Wanderkappa wird sterben, wenn ich ihn nicht gleich heilen kann. Heilen, komm schon. Nein, Wanderkappa stirbt. Verdammt. Das ist so dumm. Ach, Mann. Okay, ich weiß jetzt, wie er funktioniert. Beseelt mich natürlich jetzt. Ich kann den nicht reinigen, wenn er mich beseelt. Das ist das Problem. Immer gegenheilen. Läuft schon. Daneben. Ist klar. Ist klar. Können wir bitte die Maus haben, dann macht er nichts. So. Oh Gott, ist das anstrengend. Mach doch mal auf da. Jo, wenn du noch schneller haust, wird da doch nichts mehr. Aber kann man nur mit Ulti-Seals die Dinger öffnen? Nicht beseelen, bitte. Oh, Gott sei Dank. Hör auf anzugreifen. Oh Gott, der Luke ist immer noch nicht offen. Jetzt, oder? Jetzt ist er auch kaputt. Die ist nicht aufgeklappt, die ist kaputt. Nein, auf die Maus, Komasan. Schön auf die Maus. Die versucht das nämlich gerade zu reparieren. Du kriegst auch Seelenanzeige sehr wenig, sehr wenig. Du kriegst auch ein bisschen Seelenanzeige von mir. Damit sich das füllt. Der kann das reparieren. Ah, okay. Ich dachte beim ersten Mal, was aufgeklappt. Dachte ich. Oh, das kann Ewigkeiten dauern, so, Leute. Mit einem Yokai wird das nichts. Jo, heil dich an mir. Ist klar. Nee, ich glaube, ich sollte mich einfach besiegen lassen. So wird das nichts. Ja, ich bin eh tot. Okay. Jetzt wissen wir, wie er funktioniert. Okay. Mein Gott. Ich kann nicht glauben, dass wir verloren haben. Ja. Sind wir jetzt voll? Haben wir alles geheilt und so? Ja, sieht gut aus. Okay. Ist natürlich auch doof, dass ich... egal. So, wir machen die anderen Ulti-Seals nicht, die keinen Damage machen. Und gehen halt voll auf die Brust. Weil das ist das Einzige, was Sinn ergibt. Das Schwert, das nimmt ja nur Damage und passiert nichts. Alles doof gelaufen vorhin. Alles doof gelaufen. So. Attacke. So. Wir fangen mit den dreien an. Die sind nämlich schneller. So, erstmal Target Mitte. Ulti-Seel. Katzen des Zorns. Den Damage raushauen. Und während man die Ulti-Seals macht, die Damage machen, greifen die anderen schön die Mitte an. Bin direkt beseelt. Komm schon. So. Amnesimon macht zum Beispiel gar keinen Damage. Das ist eigentlich total doof, dass ich den dabei habe. Ich muss den... Amnesimon ist schwach. Wanderkappa. Alter, wie du verreckst. Mach den Angriff. Ist ja schrecklich. So. Der macht aber auch Damage mit dem Kackschwert, ne? Das ist nicht mehr feierlich, aber... Wenn er gleich chillt, müssen wir auf jeden Fall eine Heilrunde einschmeißen. Während die anderen halt angreifen. Ich penne hier voll.
So. Ja, Amir Simon down. Nice. Aber den lebe ich auch nie wieder. Der ist zu schwach. Okay, was auch immer das war. Lass mal Schnatterli am Leben, bitte. Das muss Wander... Ich mag Gurken. Ja, Wanderkappa. Gut. Aber er hat sich geheilt dadurch. So schlecht ist das gar nicht. So. Alter, dass dir immer Wanderkappa angreift. Jibanya macht halt auch kaum Damage. Irgendwie auf die Mitte. Komasan ist da besser. Ah, Schnatterli ist ja fast down. Ist die Luke offen? Die Luke ist offen. Hier, auf ihn drauf. Mit Komasan. Charmanter Bonuseinheit. Los. In der Zeit heilen wir auch ein paar. Ultiseel. Das wird ein langer Bosskampf. Und anstrengend wird er auch. Das wird Ewigkeiten dauern. Warum macht der viel Damage? Ich bin viel zu schwach. Ich bin viel zu schwach dafür. Na, besiegen können wir den auch nicht als Maus. Adrenalin von Jibanyan ist vorbei. Hau auf Fresse da, komm. Weiter, weiter, weiter. Schaffen wir das noch? Nein, schaffen wir nicht. Okay, jetzt wieder zu. Jetzt greifen die wieder nicht die Reihe. Müssen wir die Luke angreifen? Eigentlich ist das... Ach Gott, Wanderkappa, kriegt so viel Damage davon. Das ist so schlimm. Ich habe die Items nicht mehr? Ich hätte laden sollen. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich dachte, wenn man stirbt, hat man die Items wieder. Ach Mann. Ich kann gar keinen wiederbeleben. Ich dachte, dann wird einfach der letzte Save Point geladen. Ach Mann. Natürlich wird er nicht geladen. Und warum machst du gerade so viel Damage, du doofer Hund? Gott, ist das schlimm gerade. Weißt du, dann kriegen wir ja gar nicht die Items wieder. Das ist fast in jedem Game so, dass man dann die Items wieder kriegt, wenn man stirbt. Warum nicht auch hier? Mann. Das stört mich jetzt. Ich habe jetzt gedacht, ja gut, dann kannst du die ja wiederbeleben, wenn die verrecken. Aber es geht ja jetzt nicht mehr. Weil ich ja gar keine Heil-Items habe dafür. Luke ist auf. Nice. Wir machen gerade schön die Tatzen des Zorns. Das ist gut. Tatzen des Zorns. Und können heilen zwischendurch. Achso, ich muss sie wieder anpinnen. Dass ich die auch immer anpinnen muss. Gib ihm. Wir lassen auch Tristine jetzt nicht das Ding machen. Würde nämlich zu lange dauern. Wir heilen einfach nur mal alle. So. Wir haben ihn schon weiter down als vorhin. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wir scheinen es ja richtig zu machen. Fühlt sich als sehr wenig. So ein Drink. Damit wir gleich die Attacke was. Die Luke geht jetzt wahrscheinlich zu, bevor Wanderkappa wieder dazu kommt. Ja, sag ich ja. Jetzt hat er zwei Schwerter? Dein Ernst? Der macht jetzt noch mehr Damage? Das kann nicht dein verdammter Ernst sein. Das kann nicht dein Ernst sein, dass er jetzt noch mehr Damage macht. Der hätte nur ein Schwert gehabt. Fluchschnitt. Ja, geil. Dreh mal dahin. Ist egal, wenn die sterben.
Okay. Sie haben es sogar überlebt. Er blockt. Ja, natürlich kann er so schnell angreifen. Was zur Hölle? Wieso kann er denn so schnell angreifen? Das ist voll unfair. Kann man auch so übel angreifen, dass er alle schneidet. Wanderkappe heilen. So. Boah, der kriegt aber auch Damage davon, ne? Luke offen. Nice. Maus angreifen. Maus angreifen. So. Wanderkappe heilen. So. Wieso blockst du Wanderkappe? Angreifen. Der macht halt nichts. Wanderkappa, wir müssen gewinnen. Wanderkappa, wir müssen gewinnen. So. Komm, einen Angriff noch. Komasan. Ah ne, Jibanen hat geregelt. Oh mein Gott, das war ein anstrengender Kampf. Boah. Fast den ganzen Part jetzt damit verbracht. Alter Falter. Boah. 1900, 190 Geld und Rüstungsamulett. Ich habe gelernt, ich muss mehr Nebenquests machen. Ich bin zu schwach. Nun ja, das Geheimnis wäre gelüftet. Irgendwie fehlte das gewisse Etwas. Die Maus in der Rüstung hat es so aussehen lassen, als ob sie sich bewegt? Lahm. Na, da log ich jetzt über das übernatürliche Gesicht hat, gehe ich nach Hause. Wir sollten ohne Probleme rausschleichen können, ohne dass man uns sieht. Na, Freddy ist aber schnell abgedampft. Ich frage mich, warum er nicht neugieriger ist, wie wir reingekommen sind. Man sollte doch denken, das wäre interessanter als sich bewegendes Metall. Er hat doch vorher von einem Tunnel geredet oder so, weiß nicht. Egal, komm, wir sagen Portal ist, dass wir sein Yokai-Problem gelöst haben. Ja. Vielen herzlichen Dank, dass ihr diese schreckliche Maus verscheucht habt. Endlich kann ich wieder ruhig schlafen. Nacht für Nacht hat dieser fürchterliche Nager an meinem Gesicht geknabbert. Okay, das reicht jetzt aber. So wie sie weggelaufen ist, kommt die ganz bestimmt nicht wieder, glaube ich. Aber zum Glück kann sie sich nun nicht mehr durchs ganze Museum nagen. Ich kann euch wirklich nicht oft genug danken. Es wird zwar nicht ausreichen, aber ihr könnt mich jederzeit um Hilfe bitten. Nice! Portalix als Yokai-Kumpel bekommen. Portalex. Nein, machen wir natürlich nicht. Bumm. Kannst du diese Medaille? Ja, ja, ja. Wenn ihr zufällig einen Portalex da draußen trefft, sprecht mit ihm. Wenn Portalex wach ist, kann er euch zu weiteren Portalex teleportieren. Sagt ihnen einfach, wohin ihr wollt und sie bringen euch dorthin. Yay. Benutze Portalex, um dich an verschiedene Orte in der Stadt zu teleportieren. Sprich unbedingt jeden Portalex an, damit dir die ganze Stadt offen steht. Aktiviere jeden Portalex, um große Distanzen schnell zurücklegen zu können. Oh, Schnellreisesystem. Das klingt wunderbar, davon machen wir auf jeden Fall Gebrauch. Das ist klasse, danke. Lass uns raus hier, Nefias. Ich will meinen Bericht über die Widerlegung des Übernatürlichen schreiben. Es ist, als würde ich nicht existieren. Du weißt, was er meint, und die Leute können Yokai doch eh nicht sehen. Also, er kann mich gern erforschen, wenn er dafür an mich glaubt. Ich meine, komm schon, es ist, als wäre ich irgendein Geist. Ja. Whisper. Alles wird gut. Yay, wir haben wieder was geschafft. Gott sei Dank. Der Bosskampf war schrecklich. Ich muss trainieren. Wir müssen mal einen Livestream machen, wo wir Nebenquests machen. Was ist denn hier los? Voll das Fest? Sieh dir die ganzen Essensstände an. Oh, sind das einfach Mini-Krapfen? Und ein Hefest, guck mal, Hot Dogs. Ich lasse dich einfach hier. Oh Gott, Fische. Okay. Habt ihr je von den sieben Schulmysterien gehört? Ja, die sind total bekannt, Bär.
Es gibt das selbstspielende Klavier, das lebendige Anatomie-Skelett, unentrinnbare Treppen, tanzende Bronzestatuen, typische Schulhofmythen. Die kenne ich doch, aber das sind nicht alle Mysterien der Schule. Habt ihr von der komischen Stimme gehört, die Leute nachts hören? Angeblich sagt sie, spielst du mit mir? Gruselig. Wer hat dir das denn erzählt? Davon habe ich noch nie gehört. Also eigentlich ist es ein Gerücht, das in letzter Zeit herumgeht. Ein Lehrer hat sie gehört, aber es war spät, man wird müde und hört Sachen. Klar, das ist eine Erklärung. Aber warum hast du die 7 Mysterien überhaupt erwähnt? Weil ich dachte, dass jetzt genau die richtige Zeit ist, um ihnen nachzugehen. Was meinst du damit? Naja, das Feuerwerk geht bald los, oder? Denk mal nach. Ich meine, wir könnten vom Schuldach aus zugucken, Limo trinken. Das wäre klasse. Aber du willst diesem speziellen Gerücht nachgehen, habe ich recht? Na, es liegt auf dem Weg und so. Was meint ihr? Sollen wir es machen? Feuerwerk vom Dach aus? Ziemlich schwer abzulehnen. Klasse, wir machen's. Trefft mich an der Schule, das wird super. Na gut, dann ist das wohl der Plan. Auf zur Schule, Whisper! Hey, warte auf mich, Nephias! Ich kann das ganze Zeug kaufen. Er klaut das doch, oder? Die Mutprobe! Geh aufs Dach der Schule. Wir müssen jetzt erstmal... Da ist... Ah, okay. Das ist ein Portalix, den müssen wir direkt ansprechen. Kann ich noch etwas für dich tun? Ja, wir können die Yokai wechseln. Und zwar möchte ich Amnesimon nicht mehr haben. Amnesimon ist nutzlos. Tut mir leid, das so zu sagen, aber... Er ist nutzlos. Portalix! Ach du großer Gott. Fleißig und hilfreich. Reflektiert eine halbe Technikschaden auf Gegner. Ist gekauft. Wanderkappa ist verdammt... Wanderkappa hat halt eine richtig miese Abwehr. Schnatterli auch. Etzadine. Nizikado. Komachan. Komachan wird für immer da bleiben. Drotzmöter. Möter ist schon süß, aber ist halt Level 1. Baku will nicht. Fannes. Dysuma, Simpel, Hustanje, Jamsel, Pupsi. Wir können Pupsi mal mitnehmen, oder? Pupsi gegen Schnatterli. Versuchen wir das mal. Ja, Portalix ist jetzt keine Kombination mit denen, aber ist ja egal. Ja, Wanderkappa wechseln. Haben wir irgendwas für Wanderkappa? Ninzika, Komasan. Die Herzformation hätte ich schon gerne. Baku ist ein Herz. Naja, Ninzikado hat aber eine doofe. Aber Ninzikado hat einen richtig krassen Angriff. Wir wechseln Wanderkappa gegen Ninzikado aus. Versuchen wir es mal so. Ansonsten muss ich nochmal nach Ausrüstung gucken. Hallo. Na, vielen Dank auch, dass du mich gefunden hast. Benutzt man die Spiegelwelt, kann man nur überall hinreisen. So. Nein, ich habe ja noch keinen. Zu denen haben wir aber jetzt wach gemacht. So, gibt es hier sonst noch was Cooles? Ah, warte mal, hier ist der Yokai Mart, ne? Den können wir eben mal nutzen. Ich habe ja ein paar Münzen. Ich weiß nicht, ob ich 3 habe. Können wir aber eben mal benutzen. Haben wir 3? Ah, haben wir neu. Okay, wir benutzen die Orangen erst. Und es ist... Abwehrtalisman, okay. Und nächste Münze. Am besten wäre natürlich, wenn Yokai rauskommen. Die wir da nicht mehr fangen müssen. Angriffsalmanach. Okay. Da kam sogar coole Musik. Das heißt, es ist ein selteneres Item. Ich muss mich unbedingt auch mal mit den Büchern da beschäftigen. Mit den Wesen der Yokai und so. Komm, Yokai, 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 Yokai.
Ne, es ist eine weiße Kugel. Dann ist das, glaube ich, Bronzepuppen. Ach, die kann ich alle auch noch verkaufen. So, jetzt verschwindet er wieder. So. Gucken wir jetzt nochmal in unsere Items. Und dann ist der Part auch schon wieder vorbei. Ich kann die diesmal nicht so lang machen. Ausrüstung. Kinadimnis Tempo 18. Geist, Geist, Tempo, Abwehr, Abwehr, Geist. Abwehr gibt gut. Guck mal, Pupsi hat nämlich eine schlechte Abwehr. Dann kriegt Pupsi jetzt eine krasse Abwehr. Erhöht Erdabwehr. Erhöht Stärke. Ja, da steht eine 0 dran. Hab ich doch gar nicht. Was haben wir hier? Tempo. Stärke. Das ist aber nur für Bandido und Grobro. Erhöht Erdabwehr, Windabwehr, Eisabwehr. Das sind so spezielle Sachen, da kann ich mich nicht drauf vorbereiten. Okay. Na dann. Gehen wir jetzt im nächsten Part zur Schule. Das machen wir dann aber wirklich erst im nächsten Part. Wir sehen uns beim nächsten Part von Yo-Kai Watch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Socks go missing in the dryer, yo. I make mischief anyway.